Okay, dann ab in die Hölle mit uns. Ach du Scheiße. Kommen wir in den Untergrund damit, oder was? Wuhui! Entdeckt. Abgrund am Todesberg. Nee, oder? Ist da wieder finster unten? Oh Gott. Oh mein Gott. Das hört sich alles sehr komisch an. Why so fucking dark? Nein, wir sind echt im Untergrund. Nee. Nein. Oh nein. Oh nein, Iomotis Wurzel. Nein. Hi. Ganz schön finster hier. Wer hätte gedacht, dass es unter dem Todesberg so aussieht? All die roten Felsen. Was soll Prinzessin Zelda denn inmitten all dieser Schlemmsteine zu suchen haben, hm? Frag mich doch nicht. Nanu? 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 Zu mir. Zu mir. Wie so ein Vater. So, der wütend ist auf dich. Ist so, sofort zu mir. Da schon wieder. Du hast die Stimme doch auch gehört, Link, oder? Irgendjemand ruft mich zu sich. So klang es, ganz sicher. Mal überlegen. Ja, es muss von dort irgendwo gekommen sein. Aha. Freude. Vielleicht hat die mysteriöse Stimme ja irgendwas mit Prinz irgendwie. Was? Was? Die mysteriöse Stimme ja irgendwie mit Prinzessin Zelda zu tun. Achso. Los, lass uns Schätze Zelda gehen. Ja, viel Erfolg. Auf dem Grund des Kraters erstreckt sich eine sengend heiße Leidenschaft. Eine sengend heiße Landschaft aus Lava. Als du dich umsahst, hörtest du eine seltsame Stimme zu dir sprechen. Komm zu mir. In der Richtung, aus der die Stimme zu hören war, ragt eine riesige Struktur aus der Lava empor. Fantastisch. Wo ist sie? Da ist sie. So. Einmal untersuchen, bitte. Überspringen das Ganze. Fantastisch. Scheiß Untergrund, warte. Hurra, die Wurzel des Lichts. Ja, wir haben noch keinen Miasma-Schaden. Überraschenderweise. Was ist das denn für ein dicker Hintern? Geil. Yeah. Scary. Da ist sogar ein Arsch reingezeichnet. Sehr schön, Nintendo. Mhm. Sag mal, kannst du mal stehen bleiben? Abong. Oh, da drüben sind Irrlichter. Irrlichter. Gott, wir waren so lange nicht mehr im Untergrund. Einfach weil... Wozu? Achso, das sind so... Capsules. Aha, da können wir rüberfahren. Falls wir Räder finden, ist die Sache... Da 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 da. Ah, guck mal, da drüben ist noch was. Da sind die Kackviecher, die alles aufessen. Sehr schön, danke. So, so, so. Also ich habe hier noch ein Rad. Immerhin. Was schon mal gut ist. Es bräuchte halt noch andere Sachen. Vielleicht finden wir die ja. Ich sehe nichts. Ups. Sorry, eigentlich wollte ich ja nur die Irrlichter einsammeln, aber das kannst du auch machen. Nein, ich möchte... Warte kurz. Ich musste gerade überlegen, wie ich werfe. Fliegen! Aha, okay. Was ist hier los?
Da ist noch irgendwas. Was ist denn das? Ah, Räder. Und Wassermacher. Fantastisch. Ja. Ah. Ach, gucke mal. Ah, wir können uns hier ein Solaniumschild. Da ist die Haltbarkeit hoch, oder? Aber es ist 17, also. Okay, also wir können uns hier ein Dingens bauen. Moment mal. Moment mal. Alle Räder, die wir brauchen. Okay, ich baue mal hier schnell ein Auto. Warum auch immer, aber es ist verfügbar, also wieso nicht. So, mein tolles Gefährt ist fertig. Keine Ahnung, ob ich das da brauche. Ich habe es mal dran gepackt. Wenn wir es nicht brauchen, dann können wir es immer noch abwerfen. Das da vorne ist ein Licht. Habe ich rausgefunden. Und wir fahren mal. So, ah, das ist meine schöne Maschine. Wohin? Wohin mit uns? Wir gehören da nach hinten. Die Frage ist nur. Wo wir langfahren müssen, ne? Um dahin zu gelangen. Wahrscheinlich einmal hier? Ich fahre mal da entlang. Aua. Huch! Warte. Schauen, wo wir so hinkommen. Keine Ahnung. So, jetzt stehen wir erstmal parkend. Das ist so ein Moment, wo eine Batterieerweiterung sehr nützlich wäre. Das Licht. Bling. Verdammt. Ach du Scheiße. Jetzt ist er runtergefallen. Ah, noch. Mein Auto! Nein! Ihr geht mir so am Sack, das gibt's doch nicht. Diese scheiß Gegnermusik. Dass die einen aber auch nie in Ruhe lassen können. Ich meine, kommt, Leute. Ist ja nicht notwendig. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren muss. Das ist das Problem. Die Welt steht mir offen und ich habe keine Ahnung. Es ist nicht so schnell unterwegs, wa? So ein Scheiß. Da oben steht ein Geist rum, der sich vermutlich freut, wenn wir ihm helfen, aber... Du meine Güte. Da ist noch Zeug zum Bauen. Da ist so ein. Da kannst du einen Luftballon bauen. Was ist denn das? Ein Gleiter kannst du hier bauen. Zum Fliegen. I guess. Du kannst auch einen Gleiter bauen zum Fliegen. Und in der Luft rumfliegen. Wieso nicht? Ist vielleicht auch besser als so ein. Auto. Ach, scheiße. So. Ab. Komm ab. Scheiße, wieso geht denn das nicht? Muss ich es von irgendwo abfliegen lassen? Ist das die Geschichte? Muss ich es von irgendwo hoch starten oder was? Funktioniert nicht so ganz. Aber wieso? Wieso nicht? Okay, die Batterie ist im Eimer. Das geht mir alles so am Sack hier. Ich muss irgendwo darüber. Na gut, es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Also fahren wir einfach weiter.
Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wir sind. Ich glaube, ich war in die falsche Richtung. Ich hole mir aber trotzdem noch diese. Irrlichter hier und dann fahre ich zurück. So. Ich habe versucht, einen Gleiter zu bauen, der fliegen kann, aber es hat nicht funktioniert. Was mich sehr traurig macht. Aber okay. So ist es halt. So ungerecht ist die Welt, dass nichts funktioniert, so wie du möchtest. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber ich habe eine Zusatzbatterie gefunden, also immerhin irgendwas. Und jetzt ist sie kaputt. Bumm, und ist sie weg. Also dafür sind sie gut. Sie halten eine Weile. Schön. Okay. Ich dachte, er kann das da zerstören, aber er ist so weit weggeflogen. So, von da sind wir gestartet. Dann gehen wir einfach mal da Richtung die da. Aber mal irgendwie so. Apropos, ich kann, da kann ich löschen, weil das war nur da, wo wir ursprünglich hin wollten. Aber dann müssten wir das hier gar nicht. Das ist komisch. Ah, das ist grün. Wie links er da steht. I'll wait. I'll wait. Hurra. Ab durchs Lavaland. Ich glaube, jetzt sind wir richtig. Das sieht doch nach dem guten Weg aus. Aha, aha. Ja, sieh mal einer an. Das sieht doch ganz gut aus. Wo ist noch ein? So, warte mal. So. Da ist noch ein Fahrzeug, falls da nichts kaputt geht. Schau mal, da ist eine Zusatzbatterie. Immer gut. Noch ein Scheinwerfer. Da war ich vorhin. Ne? Was ist los? So. Passt schon. Ich weiß nicht, ob wir das da mitschleppen müssen, aber lass es mal. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Wahrscheinlich gar nicht, aber egal. Das ist die Wurzel, von der wir kommen. So. Und das habe ich hingelegt. Aus Verzweiflung. Falls wir sie brauchen. Gut. Keine Zeit. So, die Zusatzbatterie ist kaputt. So, das ist auch wieder zur Station zum. Warte mal. So, machen wir schon Licht. So, was haben wir denn da? Nichts, aber noch ein Lichtchen. Stimmt doch mit dir nicht. So. Ah ja, das sind Miasma-Freunde. Einmal hier weiter. Oma weiter, ne Föhne. Wo auch immer uns das hinführt. Nämlich überhaupt nicht in die Richtung, in die wir müssen. Scheiße. Nein. Wo muss ich denn? Wo zum Teufel muss ich hin? Das ist irgendwie darüber. Einmal umdrehen, bitte. Ja. Ui. Sowas. Irgendwie fahre ich komplett in die falsche Richtung.
Das ist halt, weil ich kein Licht habe. Ich bin... ja. Schnauze. Ich bin nicht so gut mit sowas. Wenn ich da irgendwie... So, wo kann ich denn? Wo muss ich denn, ist die Frage. Mal hier lang. Keine Ahnung. Dude, I don't know either. What the fuck? Okay, wir fahren nicht so. Wo zum Fick soll ich hin? Ich fahre zurück zur Wurzel. Und schau, wie es von da aus weitergeht. Das gibt's ja nicht. Darüber nach links irgendwie. Aber wie? Soll ich da einfach hochklettern? Ich habe offensichtlich keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ist das? Wunderbar. So. Ah, scheiße. Das sind Freunde. Ich habe irgendwie viel zu kompliziert gedacht, I guess. Drüben ist noch wer. Weil ich dachte mir so, du musst irgendwie rumfahren, weil sie halt diese ganzen Sachen zur Verfügung stellen. Und ich denke mir, da musst du es ja auch benutzen, oder? Aber offensichtlich sind sie so, nö. Musst du nicht. Du kannst, aber du musst nicht. Ich bin das nicht gewohnt. Ich bin das nicht gewöhnt. Gut, let's get rid of this one. So. Ach du Schande, ich sehe ja nichts. Oh, verdammt. Okay. Mal kurz. Bisschen Licht. Ein bisschen Licht in die Sache bringen. So, Kollege. Jo. Macht das zwar kaputt, aber er schmeißt das Ganze ordentlich durch die Gegend. Starker Konstruktbogen. Mächtiger Konstrukt. Gut, was weg. Nehmen wir stattdessen den da mit, weil die so brennen. So, und dann. Da hoch. Also Voide im Text. Oh, Melse. Dass da nichts runterkommt. Gut. Ach, ja. Da oben ist eine Wurzel. Wunderbar. Kollege? Ich brauche dich, Kollege. Jetzt komm ich! Einmal hoch hier. Sehr schön, danke. Ah. Was ist das denn? Hübscher Ort. Um zu sterben.
Ach komm, jetzt hat er sich bewegt. Mächtig. Ha, es brennt. Cool. Good for me. So ein bisschen. Brrrt. So ist kaputt. Nun habe ich gar nichts mehr. Womit kann ich denn hier noch? Ja. Was haben wir denn da? Ist das sowas? So. Da müssen wir wohl hinfahren. Zu diesem Tempel. Aber zuerst werde ich. Was ist das? Was ist das da? Da drüben habe ich auch eins gesehen. Irgendwo. Da. Was ist das? Komisch. Dass der immer so schnaufen muss. Wo bist du? Na. Das ist es halt. Ich wünschte, die wären so eine... auf irgendeine Kombinationstaste. Anstatt, dass du immer zu denen hingehen musst. Das würde mir das Leben sehr viel einfacher machen, aber natürlich nicht. Aha. Sehr gut, da hinten ist gleich noch eine Wurzel. Soll das die Wurzel sein, dieses blaue Zeug, was da so raufschwirrt? Vielleicht dieses... keine Ahnung, was du so siehst, aber... Missy-Wurzel. Wurzel, sehr schön. Bling. Gut. Meine Güte, ist ja noch ein ganzes Stück weit entfernt. Nein, nicht du. So. Jupp. Wunderbar. Aha. Okay. Wir können da rüberfahren, aber wir können auch einfach so und dann da hochgehen, oder? Das sind Treppen. Oder wir fahren so rüber. An dem da vorbei, aber müssen wir nicht unbedingt. Schön. Ciao, Leute. Ihr könnt euch vergnügen, wie ihr wollt. Ich bleib da nicht zum Tee. Ich hol mir nur die Truhe und bin schon weg. So. Jetzt komm ich. Sehr schön. Hatte ich schön erwischt. Ah, was ist das denn? Ach so, weil die sind aktiviert, oder?
und lassen aber verdampfen. Das Wasser verdampft sofort, weil es so heiß ist. Okay. Was war das jetzt? Wozu? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ba, 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 da, ba, ba. Okay. Jetzt gleich neben der Wurzel. Kollege! Das ist so anstrengend. Immer muss ich zurückrennen. Schauen, ob sich da was tut. Wo ist er? Verdammt, jetzt ist er abgeprallt. Auf geht's. Okay, ein Ventilator. Okay. Jetzt komm ich. Jetzt muss ich holen. Und hier ist gar nichts. Schau, da oben ist so ein Dings drauf. Das schaue ich mir gleich mal an, weil das am nächsten ist. Ist das, was ist das, eine Kamera? What the fuck is that shit? Was ist das? Was ist das zum Teufel? Keine Ahnung. Das war mein Schreibtisch. Ignoriert das einfach. Wunderbar. Ein stabiler Sonnenschild. 26, also weg mit dem. So, so. Dann hier oben. Ach so, das ist einfach ein großes Irrlicht. Ja, okay. So. Das heißt, wir können... Egal. Da oben ist noch ein großes Irrlicht. Ich bin gerade so am Denken, wozu? Au. Wozu das Becken da ist? Ob ich das füllen kann oder so irgendwie? Wo sind die Stufen? Es ist so heiß, dass das ganze Wasser einfach instant verdampft.
Deswegen hat es auch hinter unserem Wagen keine Felsplateaus erschaffen. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen. Ah, schau mal, da ist so ein Dingens, so ein Schlemmerstein. Da drüben ist noch ein großes Irrlicht. Das holen wir uns doch einfach, wenn wir schon hier sind. Nicht so natürlich. Ja, da kommt er her, wa? So. Aber da unten, wo ich ihn brauche, erscheint er nicht. Da. Mann, komm doch runter. Danke. So, gar nichts. Super. Okay, da drüben sind Stufen. Da ist eine Brücke, die kaputt ist. Da ist ein Geist. Okay. Da. Reiseschwert. Ja, dann wird das da mal los. Dankeschön. Kein Problem. Oh. Der da geht fast kaputt. Ja, weg damit, dann. Wunderbar. Wir sind schon am richtigen Weg. Hurra. Hip, hip. Hurra. Hip, hip. Hurra. Meine Freude hält sich in Grenzen. Feuertempel. Die vergessene Stadt Goropolis. Also, das ist die Stadt Goropolis. Na, fantastisch. Hä, kam die Stimme, die ich gehört habe, von hier? Ich verstehe nicht, wieso wir einmal stehen bleiben, damit es sagt Feuertempel, und dann bleiben wir nochmal stehen, damit er was sagen kann. Ich meine, es ist ziemlich unnötig. Okay. Feuertempel, Erdgeschoss. Was ist das bloß für ein Ding? Und was hat es hier unter dem Todesberg zu suchen? Hä? Oh mein Gott, Zelda. Oh, das ist ja Zelda. Wie weit geht sie wohl? Prinzessin, wartet bitte, ich muss euch was fragen. Mhm. Was zum Zelda? Dass sie bis jetzt immer noch nicht gecheckt hat, dass da was faul ist. Einer geheimnisvollen Stimme folgend, hast du ein gigantisches Bauwerk erreicht. Erneut konntest du Prinzessin Zelda erspähen, doch nahe dem Gebäudeeingangs hast du sie wieder aus den Augen verloren. Ja, das ist immer tragisch. So. Guten Tag, ich bin jetzt da. Und wir hier durch. Und nochmal bleiben wir stehen. Hä, direkt da vorne scheint was zu sein. Ach, wirklich? Faszinierend. Wieso wir die ganze Zeit stehen bleiben müssen? Geht doch einfach weiter. So. Link, hier drüben. Oh, da ist Prinzessin Zelda. Der geht's gut. Was zum Teufel? Ganz schön merkwürdig. Das sieht aus wie ein Wind Waker. Wenn du so gegen den Drachen kämpfen musst. Also gegen den Drachen ist ja Blödsinn. Du hältst dich am Drachenschweif fest und dann tust dich hin und her. Und unter dir taucht so Goma auf oder wie das heißt.
Ist nicht Goma, oder? Nein, das ist, es heißt anders. Ich weiß es nicht. Goma ist es nicht. Goma ist die Spinne. Oh nein, das ist gar nicht gut. Prinzessin Zelda ist da drin gefangen. Wir müssen sie schnell retten. Aber wie kommen wir nur in diesen Raum hinein? Tja, ich weiß es nicht. Lass uns einfach mal das hier machen. Damit wir, immer wieder zurückporten können. Wow. Wow, wow, wee, wow. Aha, in dem Fall müssen wir die Schlösser öffnen. Diese Fischmäuler, ich weiß nicht, ob das Fischmäuler sind, aber die erinnern mich an Spirit Tracks. Weil da bekommst du die Peitsche und dann kannst du so Schlüssel in diese Fischmäuler stecken. Hast du es gesehen? Das Tor hat sich gerade bewegt. Radical, Bro. Sick. Oh, wieder dieses Geräusch. Hat die Stimme wieder was zu melden? Die Stimme ist so, you both are idiots. Das Tor, das deinen Weg versperrt, ist mit 5 Schlössern versiegelt. Nutze deine Macht, um alle 5 zu öffnen. Dann sei dir der Einlass gewährt. Oh Mann. Höre meine Worte. Das sieht ja jetzt schon furchtbar aus. Diesmal hat Gorone die Stimme ganz deutlich gehört. Von wem kann die nur stammen? Und wer ist dessen Nachfahre? Mir ist das alles schleierhaft. Aber immerhin hat sie uns auch verraten, wie Gorone das Tor öffnet. Also scheint es etwas jemand Nettes zu sein. Wenn wir die 5 Schlösser aufkriegen, kommen wir also in diesen Raum, oder? Ist halt immer das Gleiche, ne? Zusammen mit dem roten Stein ist Prinzessin Zelda in der Decke des Bauwerks verschwunden. Eisenstangen versperren dir den Weg. Suchst du die 5 Orte auf, von denen die Geheimnisvollstimme gesprochen hat, so wird dir möglicherweise der Durchgang gewährt.